dass du da bist. Fühl dich wie zu Hause hier. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Komm auch mit und sing mit mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Fühl dich wie zu Hause hier. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Komm auch mit und sing mit mir. Hallo, herzlich willkommen. Wir begrüßen euch herzlich zum 20. Kinderchor online. Wow. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid wirklich treue Zuschauer und wir freuen uns, dass wir das so gemeinsam erleben können. Und zu Beginn beten wir. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt schon 20 Kinderchor-Online-Zeiten hatten, dass wir die Videos ja einfach hochladen können und dann so viele das auch anschauen können. Das ist super. Wir danken dir, dass du da bist und ja, wir wissen, dass du an unserer Seite bist, dass du uns tröstest und hilfst, dass du uns Kraft gibst für unseren Alltag. Und wir bitten dich auch, dass wir dich jetzt in der nächsten halben Stunde besonders erleben können. Amen. Amen. Wisst ihr noch den Gedanken von letzter Woche? Den hatte Jeska gemacht, draußen im Garten. Und wisst ihr noch, was sie erzählt hat? Manchmal findet sie was, manchmal findet sie es nicht, obwohl sie gebetet hat. Also beten heißt nicht, dass man immer alles sofort bekommt. Das ist so. Der Gedanke von heute hat etwas mit Himmelfahrt zu tun. Und zwar habe ich mal in der Bibel gelesen, wann Jesus eigentlich in den Himmel gefahren ist. Und da hat er gesagt, zwei Sachen. Er hat gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Dann sagt er ein paar Sachen, die das heißt. Und das zweite ist, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also das finde ich zwei sehr gute Aussagen. Und das gilt ja auch heute noch. Das heißt, Jesus ist hier bei uns, weil er es versprochen hat. Und Jesus kann alles. Und deshalb haben wir gedacht, wir singen mal dazu ein Lied, weil das sind gute Aussagen von Jesus. Deshalb können wir uns die besser merken, wenn wir sie singen. Und zwar... Alle Macht im Himmel und auf Erden wurde dir gegeben, dir allein. Leichter Refrain. Wir üben es mal zusammen, okay? 3, 4. Alle Macht im Himmel und auf Erden wurde dir gegeben, dir allein. Jesus, du hast es uns fest versprochen. Du wirst alle Tage bei uns sein. Und was heißt das dann? Geht in alle Welt. Das ist der Auftrag, den du uns gegeben hast. Und jetzt zusammen. Und alle Macht im Himmel und auf Erden wurde dir gegeben, dir allein. Jesus, du hast es uns fest versprochen. Du wirst alle Tage bei uns sein. Ladet Menschen ein. Sie im Namen von Gott, Vater, Sohn und Geist. Und alle Macht im Himmel und auf Erden wurde dir gegeben, dir allein. Jesus, du hast es uns fest versprochen. Was du uns befohlen hast. Alle Macht im Himmel und auf Erden wurde dir gegeben, dir allein. Jesus, du hast es uns fest versprochen. Du wirst alle Tage bei uns sein. Also zwei gute Gedanken. Jesus wird alle Tage bei uns sein und Jesus hat alle Macht. Genau. Das merken wir uns. Das ist super.
Wir haben wieder ein neues Liederraten für euch. Und diesmal haben sich Colin und Erik hingesetzt und zu den einzelnen Buchstaben Lieder rausgesucht. Also, hört mal gut zu. Es gibt auch ein paar schwierige Lieder dabei. Mhm. Darf ich was dazu sagen? Ja. Es ist wieder der Name des Liedes und nicht das, was man singt. Also ihr müsst überlegen, wie was nennt man ist das Lied? Thema des Liedes? Das genau. Ist der... Jetzt kommt was. Habt ihr den Buchstaben? Und... Ganz klar. Ja. Und das letzte ist ein bisschen schwierig. Mal sehen, ob das jemand rauskriegt. Aber ich glaube, wenn jemand die ersten vier Buchstaben rausgefunden hat, dann ergibt sich der fünfte ganz logisch. Und dann logisch ist überhaupt... Das ist ein gutes Wort, gell? Wollen wir dazu was singen? Ja. Das machen wir. Passt mal auf, ein Lied zum Thema logisch. Mama, wer war das? Saulus nennt ihn der Hebräer. Paulus heißt er auf Latein. Ein extremer Pharisäer. Oh, das Königskind. Gründig und gemein. Ein ultra-orthodoxer Typ. Logisch, logisch. Den jeder fürchtet, keiner liebt. Ein Mann voll Hass und voller Wut. Wer ist es? Ihm zu begegnen ist nicht gut. Er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Theologisch, pädagogisch macht ihm niemand etwas vor. Er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand an. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand an. Logik ist vielleicht sein Kuscheltier. Ach, wie süß. Höchstwahrscheinlich war er schon mit vier. Streber. Extrem gut in Griechisch und Latein. Ein fieses kleines Streberlein. Er hat studiert in Israel. Sein Lehrer hieß Gamaliel. Das Beste war grad gut genug. Alles wollte der haben. Was? So wurde er unglaublich klug. 1, 2, 3. Er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Theologisch, pädagogisch macht ihm niemand etwas vor. Denn er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand an. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand. Jesus kam. Was er hat und kann, zum Beispiel gegen Jesus an. Er will nicht hören und nicht sehen, dass Menschen noch mit Jesus gehen. Er glaubt, er sei schon lange tot und Jesus ist für ihn nicht Gott. Ist er aber doch. Er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Theologisch, pädagogisch macht ihm niemand etwas vor, denn er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand an. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand an. Ultra-orthodox. Ultra-orthodox. Erzkonservativ. Oh. Religiöser Eiferer. Ohne Korrektiv. Er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik.
logisch macht ihm niemand etwas vor, denn er ist Mr. Logik, Meister der Rhetorik. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand an. Gegen so einen Mann kommt scheinbar niemand. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Wunschlied. Deshalb haben wir das jetzt hier reingenommen. Der Paulus, das war schon ein harter Bursche. Das war echt ein knallharter Typ. Aber er wurde nachher wirklich ein knallharter Kämpfer für Jesus. Genau, denn er hat um 180 Grad hat genau. Mein Leben sich gewendet. Ja. Weil Gottes Macht nie endet. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Aus diesem Musical kommt doch auch so ein Lied, was ich immer so denke, da schlägt Peters Herz noch ein bisschen höher. Und schneller, hört mal. Wann es uns zuletzt eingefallen ist. Hallo, wisst ihr noch, was mein Lieblingslied ist? Keine Ahnung. Ich geb euch einen Tipp. Wow, die Sonne, das Licht. Richtig. Sein Licht. Sein Licht scheint heller als die Sonne. Cool. Und die ist schon ziemlich hell. Auch am Abend. Und so schön. Guck mal. Dann singen wir jetzt mal zusammen. Sein Licht. Sehr gerne. Noch ist alles wie ein Traum. Das, was ich höre, scheint fast zu schön, um wahr zu sein. Noch verstehe ich es kaum, doch eins weiß ich sicher, Gott lädt mich zu sich ein. Sein Licht scheint heller als die Sonne, schöner als der Morgen. Freude bricht sich bahn, sein Wort erleuchtet meine Seele. Gottes Botschaft spricht mich an, staunend begreif ich, dass es in Jesus Hoffnung gibt, fröhlich glaube ich daran und sing voller Freude, weil Gott uns Menschen liebt. Sein Licht scheint heller als die Sonne, schöner als der Morgen. Freude bricht sich Bahn, sein Wort erleuchtet meine Seele. Jesus schenkt mir Frieden, wie niemand sonst es kann. Grau in Grau, doch seine Liebe verändert meine Wirklichkeit, lässt mich in die Zukunft schauen. Am Horizont seh ich den Schein der Ewigkeit. Sein Licht scheint heller als die Sonne, schöner als der meine Seele. Jesus schenkt mir Frieden. Wie
habe gerade mich verspielt. Ganz was war denn noch das mal. Für ein Seine Akkord? Liebe hat, seine Liebe hat mich befreit. Eins, es tut mir zwei, sehr leid. Drei. Jetzt. Sein Licht scheint heller als die Sonne, schöner als der Morgen. Freude bricht sichtbar, sein Wort erleuchtet meine Seele. Jesus schenkt mir Frieden, wie niemand sonst es kann. Das war jetzt echt am witzig. Schönsten, es tut mir wirklich leid. Wahrscheinlich habt ihr alle schon gesungen und dann gedacht, oh, dieser Klavierspieler hat... Oh. Was spielt der nur für verrückte Sachen? Ich war verwirrt. So du, ist. Das ist nicht so schlimm. Verwirrt bin ich auch manchmal. Weißt du was? Eben als wir das Lied gesungen haben, Jesus kann, dann musste ich so an manche Sachen denken. Was Jesus alles kann und was er auch weiß und tut. Das sind ja so die drei Sachen. Jesus kann zum Beispiel übermüdete Mamas wieder fit machen. Oder zum Beispiel... Meinst du jetzt dich? Oder? Ich meine so ganz allgemein. Ich glaube, ganz viele Mütter fühlen sich dabei angesprochen. Oder Jesus weiß zum Beispiel, alle Hausaufgaben, die Kinder machen müssen, alle Arbeitsblätter, die sie ausfüllen müssen und alles, was man für die Schule erledigen muss. Und er weiß alle Lösungen. Genau. Ja, die Lösungen sind ja meist noch nicht mal das Problem, sondern die Ordnung dabei. Das finde ich die größte Herausforderung. Das weiß Jesus alles. Und Jesus tut alles für mich. Das heißt... Wenn ich mit meiner Kraft am Ende bin, dann ist Jesus doch da. Dann kann er helfen. Er kann auch manchmal den Kindern Gutes tun, wenn ich es nicht mehr schaffe. Manchmal können Mütter auch nicht mehr. Nur damit ihr das mal so grundsätzlich wisst. Und deshalb fehlt mir das nächste Lied, so gefällt mir das so gut. Das heißt nämlich, in der Wüste meines Lebens. Das ist mal so den Müttern gewidmet. Ich weiß schon wieder nicht die Tonart. Ah, nehmen wir doch einfach mal G-Dur. Du fängst mit E-Moll an, also so quasi so. Macht Sinn, oder? Willst du auch mitsingen? Dann würde ich dir den Text geben. Du bist echt nett. Ja. Noch ein schönes Lied rausgesucht. Da denke ich manchmal, wenn die Kinder jetzt wieder in die Schule gehen, was ja jetzt für die meisten von euch wieder dran ist, da ist es manchmal schwierig, sich zu motivieren. Und dann heißt das Lied, gib dein Bestes für deinen Gott. Also ich weiß auch, manchmal ist für Kinder so, dann ist was anstrengend und dann hat man keine Lust mehr. Und dann sagt man einfach, ah, ich mach das nicht mehr. Ich gebe auf. Das ist blöd.
Ich will dieses Schwierige nicht fertig machen und das Arbeitsblatt ist heute zu viel und jetzt sind die Lehrer so streng und so. Aber wisst ihr, jetzt kommt der schlaue Spruch, ihr lernt ja nicht für die Schule, aber jetzt sage ich nicht, ihr lernt für das Leben, sondern ihr lernt für Gott. Richtig. Gott kann uns doch motivieren, zu Sachen zu machen, zu arbeiten, uns anzustrengen. Und er will gar nicht, dass wir ganz, ganz toll sind, sondern er will einfach, dass wir unser Bestes geben. Genau. Das kann bei jedem anders sein. Sehr gut. Also ich glaube, wenn ich mein Bestes gebe am Klavier, klingt das anders, als wenn Peter sein Bestes gibt am Klavier. Weil ich es einfach nicht so gut kann. Aber ich glaube, wenn wir beide unser Bestes geben, ist das so, glaube ich, das, was Gott möchte. Gute Kombi. Eine gute Kombi. Also, singen wir mal zusammen. Gib dein Bestes. Du willst wieder die Tonart. Entschuldigung, ich guck mal da. Ah, danke. Ja. Komm ich mal näher. Einer hat viel vorbereitet, einer einen Plan gemacht. Einer hat trotz schwerer Zeiten Corona viel gespart und viel gemacht. Jeder dient dem großen König, packt auf seine Art mit an. Einer laut, der andere leise, jeder wie er kann. Gib dein Bestes für deinen Gott. Ganz egal, was es ist, was du kannst und hast und bist. Teil hier, einer singt aus vollem Herzen und einer singt aus vollem Herzen, einer klatscht im Takt dazu, einer flüstert, einer jubelt, einer schweigt und hört gern zu. Viele Menschen, viele Gaben, so verschieden kann das sein. Für den Herrn, den großen König, stimmen wir mit ein. Gib dein Bestes. Und hast und bist, gib dein Bestes für deinen Gott. Gib dein Bestes für deinen Gott. Okay, nochmal. Gib dein Bestes für deinen Gott. Ganz egal, was es ist, was du kannst und hast und bist. Weißt du was, eigentlich bräuchten wir jetzt noch eine Botschaft für die Väter. Also ich meine, das mit dem Himmelfahrt ist ja so eine Sache. Manche sagen ja, es sei Vatertag. Ich finde eigentlich, man hätte den Vätern auch einen Sonntag geben können. Als Vatertagssonntag. Ich meine, die machen so viel. Sind sehr fleißig, müssen sehr viel arbeiten, arbeiten im Garten. Die meisten helfen sogar sehr viel im Haushalt, wie mein lieber Peter. Und die haben sehr viel Verantwortung zu tragen. Ich kann sogar schon Spülmaschine ausräumen. Ja, das ist sehr schön. Hat lange gedauert, gell? Genau, nur nicht so ganz so, wie die Boris ausräumen würde, aber ach so. Einräumen ist noch schlimmer. Ich wollte gerade sagen, einräumen ist doch eigentlich das Problem bei den meisten Ehepaaren. Du wolltest jetzt noch etwas Ermutigendes für die Väter sagen, komm. Ich wollte euch irgendwann mal ein Lied vorsingen, das geht so. Ein Mann wie du zu sein, der was bewegt in dieser Welt, der handelt und so weiter. Jesus, das wünsche ich mir, das will ich lernen von dir. Nur mit deiner Kraft kann ich so leben. Nur wenn du mir hilfst, im Kampf bestehen. Es gelingt mir nur mit deinem Segen, trotz aller Widrigkeiten meinen Mann zu stehen. Jetzt singe ich irgendwann nochmal ganz. Genau, sehr schön. Können sich die Männer schon drauf freuen. Ich habe schon wieder den Text vergessen. Ich werde ihn dir dann raussuchen und hinlegen. Wie ich das immer so schön mache, okay? Ja, so. Peter, die Zeit ist rum. Da, die Zeit ist rum. Mach's gut. Was war denn das für ein Akkord? Das war so ein bisschen. Mach's gut. Es hat mir Spaß gemacht.
getanzt, gesungen und gelacht. So haben wir die Zeit verbracht und konnten sie genießen. Mach's gut und tschüss! Ich sag auf Wiedersehen, wenn wir jetzt auseinander gehen. Hat Gott versprochen mitzugehen. Mach's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!